So gesehen ist das alles eigentlich ziemlich traurig. Ich arbeite jetzt seit mindestens genauso lange oder fast genauso lange wie die anderen YouTuber da draußen dran. Bin auch nicht gerade unbekannt, auch wenn man mich eher im Negativen kennt. Ogergriff, wie auch immer. Ogergriff, Ogergesicht meine ich. Spaß beiseite. Also es ist halt sehr schade, dass ich da einfach nicht weiterkomme, obwohl ich da eigentlich auch seit, ich weiß gar nicht, ich arbeite mit Let's Play seit 2012. YouTube-Videos mache ich seit 2011.